Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von dem guten Fallout 1. In der letzten Folge sind wir endlich in den Hub eingekehrt, haben versucht, etwas von unserer Ware zu verkaufen. Da sind wir noch nicht ganz durch und wir müssen jetzt uns überlegen, was wir mit dem letzten Zeug machen. Ich glaube, ich sollte mir irgendwas Cooles noch kaufen im General Store. Ich weiß ja auch, dass es etwas blöde ist, weil man immer nur mit 999... Psst, komm her! Okay, was willst du von mir? Also, was machst du denn im Hub? Warum? Also, du schaust aus wie ein Geschäftsmann. Ich bin auch ein Geschäftsmann. Und ich habe gedacht, wir könnten über, Geschäfte reden. Ich beschäftige mich mit dir. Na, was machst du so hier? Mit deinen Geschäften will ich nichts zu tun haben. Ich bin neugierig, aber nicht so neugierig. Wahrscheinlich will er mir eh nur irgendwelche Drogen verkaufen. Von daher die letzte Option. Ist schon gut. Wollt nur sehen, ob ich als guter Nachbar helfen kann. Lemmy dreht sich weg. Oh fuck, er hat einen eigenen Namen. Vielleicht sogar eine Quest, die wir möglicherweise nie abschließen. Ich könnte aber noch diese FLC-Karawane auschecken. Mal schauen, ich glaube, das ist kein Verkäufer. Ich glaube, wie gesagt, das ist eine Karawane. Schauen wir mal. Na, wenn das kein potenzieller Kunde ist. Ich bin Lorenzo, der Freigebige, zu deinen Diensten. Ich gebe Kredite, nur 10% Zinsen pro Tag, maximal 10 Tage Rückzahlungsfrist. Nirgendwo im Hub wirst du ein großzügiges Kreditunternehmen finden. Eigentlich komme ich in der Hoffnung, dass du mir ein paar Informationen zukommen lassen könntest. Naja, vielleicht. Was willst du wissen? Wie steht's mit der fehlenden Karawane? Deathclaw. Es muss Deathclaw gewesen sein. Niemand ist mir sicher. Was ist Deathclaw? Oh, das erste Mal, dass man über die Todeskrallen reden kann. Ist das nicht schön? Mann, manche Geschichten, die darüber erzählt werden, sind so... Naja, die sind schon sowas. Ja, sehr informativ. Erzähl mir doch etwas von dir zuerst. Ich bin nur ein ehrwürdiger Geschäftsmann. Das ist alles. Wir waren schon vor dem Holocaust ehrwürdige Geschäftsmänner. Das ist Tradition. Aber über den Holocaust, über diesen Dritten Weltkrieg hätte ich jetzt aber wirklich gerne etwas gehört. Scheint nicht so wirklich der Fall zu sein. Aber egal. Ja komm, erzähl mir was von Dexter. Decker. Er ist toll. Eine gute Quelle für Jobs, mit denen meine Kredite abgezahlt werden. Sag ihm, dass ich dich schicke. Vielleicht kriegst du sogar eine Prämie. Beziehungsweise eher ich. Prämien kriegt doch eher der, der vermittelt. Okay, dann... Prämie? Was meinst du damit? Naja, vielleicht keine Prämie, aber er ist in Ordnung. Glaub mir das. Ich habe nicht so Tolles über ihn gehört, aber ich lasse dir deine Meinung. Oh, die Children of the Cathedral, auch unfassbar geil. Mal schauen, was ich davon zu hören kriege als allererstes in diesem Fallout-Spiel. Erzähl mir was über die Cathedral. Ehrlich gesagt bin ich nicht beeindruckt. Ich führe ein ehrliches Geschäft und die beschuldigen mich, ein Dieb zu sein. Die haben vielleicht Nerven. Die glauben, ein Armutsgelübde gibt ihnen das Recht, über mich zu urteilen. Puh. Armutsgelübde? Ich bin sicher, ihr Anführer dieser Morpheus, der ist nicht pleite. Nein, mein Herr, ich wette, dass er da drüben im Boneyard in Saus und Braus lebt. Wie steht's mit der Polizei hier? Die sind toll. Es stimmt, es gibt gelegentlich Missverständnisse zwischen uns, aber ich finde, sie sind eine Ehre für ihre Spezies. Egal, was das ist, sagt er sehr leise darauf. Missverständnisse? Was zum Beispiel? Würdest du glauben, dass jemand der Erpressung beschuldigt? Dass mich jemand der Erpressung beschuldigt? Nee. Zum Glück hat mein guter Freund Decker das gerichtet. Okay, also dann tschüss.
Wir sehen uns, Kumpel. Ja, wenn Decker böse ist, dann wird dieser Lorenzo offenbar auch böse sein. Aber hier ist es doch ein bisschen zivilisierter. Da versuche ich mal nicht gleich mit der Pistole für Ordnung zu schaffen. Der neue Sheriff sollte sich erstmal etwas bedeckt halten. Ich möchte stattdessen etwas im General Store kaufen. Und zwar... Was können wir so kaufen? Die Bücher hier sind ja günstiger, deswegen nehme ich dir tatsächlich alle Bücher einmal ab. Und den Rest kannst du mir dann sicher mit tollen Stimpacks versüßen. Nicht die großen. In Teil 1 kann man tatsächlich davon noch abhängig werden. Dann nehmen wir mal 3. Noch 1. Ja, das passt. Die 3, die sind schon okay. Bieten. Und tschüss. Aber dass ich immer noch keinen Dietrich habe, ich frage mich ja echt, wo ich einen finden könnte. Ich glaube, ich werde mich nochmal durch die Karawane und doch durch den Malteser Falcon schlagen. Durch den Malteser Falken. Warum sage ich immer Falcon? Malteser Falke. Es ist nicht so schwer, mein gutes Sprachgedächtnis. Und hier haben wir... Ja, hallo, wie geht's so? Mein Name ist Demeter. Demeter Romara. Romara, ja. Anführer des bei weitem besten Karawanenunternehmens im Ödland. Suchst du einen Job? Du siehst eigentlich ganz fit aus. Ja, und? Oder, und was soll's? Tolle Möglichkeiten. Ich werde mal ja und sagen. Genau das suchen wir. Im Kampfgetümmel fühlst du dich pudelwohl, stimmt's? Überall pfeifeln Kugeln um deinen Kopf, du zerfetzt deine Feinde, siehst die Angst in ihren Augen. Ja, das ist das Leben. Du schaust so aus, als ob du uns nützlich sein könntest. Und wir zahlen gut. Oh ja, das tun wir. Wir haben gerade ein paar freie Stellen. Du bist doch bestimmt auch interessiert, stimmt's? Was weißt du denn über die verschwundenen Karawanen? Nicht besonders viel. Ich habe nur 2 verloren. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es die Fargo Traders mehr trifft als die anderen. Irgendein Verdacht? Wer das macht, muss eine super gute Truppe haben. Unsere Karawanen sind gut bewaffnet und man sollte meinen, dass es mal jemand erwischt. Sie hinterlassen keine Spuren. Wie viel gibt's für deinen Job? Wir zahlen 600 Tab-Scheine pro Job, garantiert. Man sagt von uns, dass wir immer den gefährlicheren Weg nehmen. Ich sage, dass das am aufregendsten ist. Man braucht ein bisschen Aufregung im Leben, habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Gefährlich? Natürlich ist es gefährlich. Warum würde ich sonst 600 Scheine bieten? Ah, okay, tschüss, ich höre mich noch bei den anderen erst um. Ansonsten, schauen wir mal, die hier mit ihrem Irokesen scheint ein bisschen interessanter zu sein. Was zum Teufel willst du? Wenn du einen Job willst, musst du mit Demeter reden. Ich will wahrscheinlich keinen. Den Malteser Falken lassen wir noch aus. Stattdessen gehen wir hier auf die Seite, wenn denn mal hier durchgeruckelt ist, und gucken zuerst zu diesen Fargo-Traders, die uns ja von verschiedener Seite empfohlen wurden. Dumm-di-dumm. Ich schätze mal, das ist der Anführer, oder? Ah, doch nicht. Butch Harris. Vielleicht der da? Hallo und willkommen bei den Fargo-Traders. Können wir dir behilflich sein? Könnt ihr Wasser transportieren? Also, wir können Wasser transportieren, aber das kostet eine Kleinigkeit. Wie viel brauchst du und wohin soll es gebracht werden? Ich brauche es zu Wald, ich brauche eines, werde ich den Planeten töten. Ich bin intelligent. Ich sollte nicht mal die Option haben, so einen Scheiß da zu reden. Ich brauche genug, um meine Vault zu versorgen. Sie ist im Norden, hinter Junktown, in den Bergen. Eine ganze Vault? Bist du des Wahnsinns? So viel Wasser haben wir nicht. Außerdem würde ich mich nicht darum reißen, in diese Berge zu fahren. Wir haben schon genug Karawanen verloren.
Ihr könnt das nicht? Gibt es sonst jemand, der das kann? Oh, tut mir leid, du bist nicht von hier. Die Water Merchants kontrollieren das ganze verdammte Wasser dieser Stadt. Ich würde nicht mal versuchen, mit denen zurechtzukommen. Das sind lauter Geier. Und wo finde ich sie? Du kannst sie gar nicht verfehlen. Sie sind südlich von hier und haben sich alle in diesem verfluchten Wasserturm verbarrikadiert. Und was machst du eigentlich hier? Ich habe die Aufsicht über... Ich meine, ich helfe dabei, die Fargo-Traders am Laufen zu halten. Wenn sich irgendjemand mit uns anlegt, bin ich derjenige, auf den alle hören. Wir treiben in allen Orten Handel. Und mit welchen Waren handelt ihr? Warum? Wir handeln mit allen Sachen, die du dir nur denken kannst. Reifen, Waffen, Munition, Lebensmittel, Brahmin, Dreck und sogar Metallsplitter. Dreck? Metallsplitter? Hä? Du ahnst ja gar nicht, was da draußen alles gebraucht wird. Etwas, was an einem Ort als selbstverständlich gilt, kann in nur 10 Meilen entfernt irgendein liegenden Ort ein heiß begehrtes Gut sein. Okay, nee, klingt gut. Brauchst du Hilfe? Du suchst Arbeit? Na, du siehst passabel aus. Also du solltest vor allem mit Butch reden. Er ist im Zimmer hinter mir. Ah, okay, dann war das gar nicht der Chef. Gut, aber bevor wir mit Butch reden und auf Karawanenfahrt geht, was ich tatsächlich machen will, möchte ich mich ganz gerne hier in diesem Ort noch ein bisschen vergnügen und noch die eine oder andere Aufgabe lösen. Und vor allen Dingen möchte ich Decker zu Fall bringen, auch wenn ich glaube, das könnte etwas länger dauern. Reden wir mal mit Deputy Kenny, das wird Sheriff Justin Green sein. Erstmal mit dem Deputy. Wenn du was mit der Hub-Polizei zu erledigen hast, sprich bitte mit Sheriff Green. Ich kümmere mich nur um seinen Bereiche. Nicht mich nur um seinen Bereich, wenn der Sheriff nicht verfügbar ist. Okay, dann Sheriff Green, was hast du mir zu sagen? Hallo, Sir. Mein Name ist Justin Green. Ich bin der Sheriff in dieser schönen Stadt. Kann ich an diesem wunderschönen Tag etwas für dich tun? Du machst hier gute Arbeit. Naja. Danke. Wir tun unser Bestes. Es ist nicht leicht in einer so großen Stadt, aber wir machen das Beste aus dem, was wir mal haben. Schlimm, wenn Verbrecher besser bewaffnet sind als man selbst. Okay, er hat uns offenbar auch nicht wirklich viel zu sagen. Dann, wir haben hier 3 Möglichkeiten. Ich würde, glaube ich, erst gen Westen ziehen wollen. Aber vorher möchte ich auch mich ein bisschen umgucken, weil wir suchen immer noch Dietrich und ich bin mir fast sicher, bei so vielen Schränken und Händlern, irgendwo muss man doch einen herkriegen. Ah, ich glaube in Fallout 1 gibt es auch nicht die Sache, dass man irgendwie in ein Haus geht, dann dort irgendwas holt und dann, das ist nicht, also man klaut, glaube ich, da nichts. Das ist in Teil 2, glaube ich, noch anders. Und irgendwo in Teil 1 wird es auch so sein und dann werde ich voll drauf reinfallen, aber egal. Ach Junge, kannst du mich in Ruhe lassen? Ja, hab schon genug Probleme. Probleme? Vielleicht kann ich helfen. Ah, ich weiß nicht. Ich brauche eine andere Sorte Held als dich. Hör mal, warum kommst du nicht wieder, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast? Okay, eigentlich fühle ich mich schon ganz erfahren, aber wenn du meinst. Malteser Falken lassen wir auch noch aus. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach Südwesten. Und ich weiß auch echt nicht mehr, wo was ist genau. Auf jeden Fall ist hier ein Haufen. Das ist das Einzige, was sicher ist. Raus hier! Okay, Hightower. Sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Einen Dietrich vielleicht, das könnte ich gut gebrauchen. Natürlich nicht. Scheint aber ein kleiner Flecken zu sein im Vergleich zu den restlichen Hubgebieten. Ah, umso schneller sind wir hier durch. Hier ist auch nichts und hier in der kleinen Ecke ist nur ein Klo. Okay. Ah, gibt es noch fließendes Wasser? Ich bin mir nicht sicher. Es dürften ziemlich eklige Toiletten hier sein. Aber wie ich rausgefunden habe, ich bin, was Toiletten angeht, sowieso einer der kritischen wohl. Hast du mir was zu sagen? George, die Türwache.
Ich glaube, ich speichere mal so, nur natürlich damit, falls es abstürzt oder ich sterbe, nicht so viel nochmal neu machen muss. Ich bin schließlich schon durch das Ganze, hab einmal gelaufen. Kann ich dir helfen? Ich habe eine Verabredung mit Mr. Hyde, ich bin schon spät dran. Wirklich? Probieren wir es mal. Oh Mann, das bringt dir Ärger ein. Mr. Hightower hasst es, wenn seine Termine nicht eingehalten werden. Soll er dir selbst den Kopf abreißen. Geh rein. Okay, hätte ich das mit dem normalen Termin jetzt nicht geschafft. Und wenn ich da reingehe, ohne wirklich einen Termin zu haben, bin ich gleich tot? Was führt dich hierher? Ich möchte gerne Mr. Hightower umbringen. Nein, ich muss mit Hightower reden. Ja, schon eher. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Erst in seinem Büro. Ja, darauf hätte ich wetten können. Ich mag deine Art nicht. Ich muss dich bitten zu gehen. Okay, dann gehe ich. Oh, nur weil man mal was Böses sagt. Ich hoffe, wenn ich wirklich einen Termin mit Mr. Hightower habe, komme ich nochmal dazu zu reden. Aber man muss halt sich echt immer anstellen wie so ein scheiß Schoßhund und den ganzen Leuten sagen, ja, bitte, danke, Amen. Ich wundere mich eigentlich in der Postapokalypse. Ich hätte gedacht, es geht rauer zu. Beziehungsweise bei mir geht es immer rauer zu. Aber irgendwie kann ich es auch verstehen. Ich würde jemanden, der mir nicht höflich mit Hallo und Tschüss und so begegnet, auch keinen Respekt entgegenbringen. Ah, ich glaube, dieses Banner hier kennen wir. Diese Fahne trägt das Symbol der Children of the Cathedral. Okay. Ja, schauen wir doch mal rein. Wie gesagt, ich will ja so ein bisschen gucken, wie man einen Storyfaden hier reinkriegt. Ich verspreche, im Normalfall gibt es auch ein bisschen mehr Story, aber ich kenne zu viel. Ich weiß zu sehr, wo ich hingehen muss. Mein Herr, du bist verletzt. Ich kann dich beheilen, wenn du es wünschst. Ich bin ein Heiler. Wie viel? Ich bin ein Heiler und kein Geldverleiher. Die Gefedel sorgt für mich, damit ich für andere sorgen kann. Nun wollen wir uns aber deine Verletzung ansehen. Klar, warum nicht? Gratis Heilung, immer. Der andere wollte 10 Kronkorken, nur damit er mir sagt, mir fehlt nichts. Sehr gut. Und dann lassen wir. Ich empfehle ein paar Tage Bettruhe, wenn auch niemand meinen Ratschlag befolgt. Und jetzt raus hier. Okay, es war eh nur ein Lebenspunkt. Ich denke, das geht noch klar. Kannst du weg, Dogme, bitte? Danke. Und dann wollen wir uns doch noch diese Gestalt in dieser purpurnen Kuppe angucken. Mal schauen, was die zu sagen hat. Warum störst du einen Elder der Cathedral? Ich interessiere mich für eure Kirche. Ich hätte gerne einige Informationen. Habt ihr Flugblätter? Mach dich weiter über mich lustig und ich lass dich hinauswerfen. Das tue ich gar nicht. Mich über dich lustig machen? Warum sollte ich so etwas tun? Du sprichst mit falscher Zunge und deine Worte zeugen von deiner ketzerischen Einstellung. Du wirst geläutert und dann vergessen. Okay. Greifst du mich jetzt an wegen sowas? Also man kann es auch echt übertreiben, oder? Egal. Dann, Jane, wirst du wohl sterben. Ich wollte das nicht tun, aber... Also irgendwie... Ich kann auch nichts richtig machen. Ich hätte offenbar sehr viel mehr Charisma gebraucht, damit die Leute mir nicht gleich so an die Wäsche wollen. Aber okay. Ich weiß nicht, was ich sonst tun kann. Sorry. Stirb. Nee, die Leute müssten vorbeikommen und diese gerüstete Gestalt machen. Ich werde mich um die arme Jane kümmern. Okay, und die greifen mich jetzt an oder lassen sie es? Ich weiß es gerade nicht. Er lädt, geht rein, stellt sich gut vor mich. Ah, jetzt habe ich aber meine Möglichkeit der Gratisheilung verloren. Das ist auch nicht so toll. Nicht Dogme. Schieß doch lieber auf mich. Ich hasse es, wenn sie auf Dogme schießen. Und einen einzelnen Schuss in den Kopf. Bam. Schrotflinte in den Kopf überlebt. Krass. Ziemlich krass. Und dann schlägt sie mich noch. Krass.
Oh, heftig. Ohne Schaden. Kümmert euch lieber um die gepanzerte Waffe. Mit dieser James werde ich schon fertig. Ah, jetzt steht auch Dogmeat da. Gut. Und tot ist sie. Was schade ist, ich habe jetzt schon zwei NPCs mit Vertonung getötet. Ist gar nicht so cool, finde ich. Okay. Oh, was war denn das für ein Schuss? 36 Punkte, okay. Dann nutze ich die Chance, einen gezielten, unbewaffneten Schlag. Ja, vielleicht auch nicht. Schießen wir doch ganz normal drauf. Umso schneller ist er tot. Und so, oh, und nochmal einen kritischen Schlag. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe nur, dass die ganze Cathedral davon jetzt nichts merkt. Aber, mei, ich kann ja auch nichts dafür. Ich meine, es ist nicht meine Absicht, die Leute hier immer zu töten. Aua, nicht auf Dogmeat. Mensch. Okay, wir gehen mal 3 Schritte vor. Laden unsere Waffe. Und schießen den Heiler, der uns gerade noch geholfen hat. Ah, schön. Thorndike heißt der. Was für ein cooler Name ist denn Thorndike, bitte. Und, boah, atemlos. Cool. Die Leibwache ist tot. Gut. Dann noch den einen. Das sollte auch kein großes Problem mehr darstellen. Und dann schauen wir, ob wir den Kopf nicht abbrechen können. Nein. Offenbar wollen uns die zwei, die auf dem Boden lagen, auch noch ans Leder. Aber wir versuchen ihnen die erste... Ah, nee, scheint doch zu gehen. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, ich meine, ich habe denen ja auch jetzt echt nichts getan. Und ich meine, was kann ich dafür, wenn die Frau gleich ausrastet? Nichts, oder? Hier mal diese hysterischen Weiber. Aber ich gebe zu, die Cathedral ist auch ein bisschen suspekt. Was schade ist, ich hätte eigentlich gerne mehr von denen erfahren, von jemandem, der in der Cathedral ist. Aber jetzt können wir immerhin die ganzen Sachen hier looten, was sich auch ziemlich in Grenzen hält, wie es aussieht. Im Regal was. Und nein, leider nicht. Vielleicht gibt aber der ja eine coole Rüstung. Das wäre ziemlich cool. Nein. Nur eine normale Lederrüstung, die wir dann auch gleich irgendwo verkaufen werden. Vielleicht sollten wir doch anfangen, die Bücher zu kaufen. Ein bisschen würde es uns helfen. Wie steht es eigentlich mit unserem Mechanikwert? 37, das ist noch ein bisschen zu wenig, den muss ich weiter steigern. Das ist verschlossen, können wir das ohne Dietrich öffnen? Ah, leider nicht. Dann schauen wir mal. Wir müssen uns schon so viel merken. Und ich habe schon vergessen, wo der erste Ort ist, wo ich einen Dietrich gebraucht hätte. Naja, kann man nichts machen. Wird wahrscheinlich, da es so am Anfang vom Spiel ist, auch nicht so relevant sein, schätze ich. Gut, nachdem wir uns hier schon Freude gemacht haben, können wir wahrscheinlich auch die ganze Ortschaft plündern. Ist ja offenbar ein Teil vom Hub, was nicht wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit der Polizei steht. Ich meine, eine Wache, die nicht mal eingreift, wenn sie Schrotschüsse hört. Ich denke, das sagt viel. Und ich frage mich, ob überhaupt in irgendeinem dieser Regale was zu finden ist. Oder ob ich hier nur eure und meine Zeit die ganze Zeit verdaddle. Einmal können wir noch hier reingucken. Nein. Ich glaube, ihr findet mir nicht. Wahrscheinlich sind wir schon so weit, dass wir mindestens eine Tür aufschließen müssen, um irgendwas Cooles zu finden. Das hier sind wohl die Water Merchants. Ein kleiner Spoiler kann ich euch geben. Ich denke, das ist auch schon relativ klar geworden. Ich habe potenziell die Möglichkeit, hier Wasser einzukaufen. Aber wenn wir auf unseren Pip-Boy gucken, sehen wir, dass wir noch nicht mal... 25 oder knapp 25 Tage verbraucht haben. Wir dürften das noch hinkriegen, denke ich. Jetzt haben wir hier auch einen komplett leeren Raum. Interessant. Die Hausbesetzer-Szene scheint hier noch nicht wirklich eingefallen zu sein. Da finde ich den zweiten Teil ein bisschen cooler, aber vielleicht sehen wir den. Ich werde nicht zu viel über den zweiten Teil sprechen.
Außer vielleicht, um es mit Christian Schmidts Worten zu sagen, es ist der in jeglicher Hinsicht verbesserte und optimierte Teil. Ah, ich bin übrigens großer Stay Forever-Fan. Haben auch schon über Fallout gesprochen. Empfehle ich jedem, sich die Folge mal anzuhören. Dann muss ich auch nicht so viel über Spiel sagen und letztlich würde ich, wenn ich über Spiel rede, auch nur das paraphrasieren, was ich darüber schon gehört habe. Von daher berichte ich lieber über meine Erfahrungen mit dem Spiel. Sonst scheint hier aber eigentlich gar nicht viel zu sein. Wir gucken mal schnell in die Water Merchant Gilde rein. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Cooles, aber da ist recht viel los. Ich glaube, wir sollten doch einmal da reingucken. Das Büro der Water Merchants, ja. Dafür ist Ian halt toll. Der hat wirklich fast zu allem was zu sagen, was ziemlich cool ist. Aber bevor ich jetzt hier etwas klaue, speichern wir nochmal. Ich muss mal gucken, ob es nicht eine Schnellspeicherfunktion gibt. Irgendwie ist es ja doch recht blöde, wie ich das die ganze Zeit mache. Was gibt es hier? Nichts. Gibt es hier etwas? Wahrscheinlich nicht. Nee. Du kannst dieses Objekt nicht aufheben. Du hast deine maximale... Was? Okay, ich werde mal kurz was auf den Boden legen. Oder ich gucke mir einfach meine Bücher an, die sind sowieso recht schwer. Ah, interessant für das Wissenschaftsbuch. Da bin ich ja Fachmann, da blätter ich kurz durch und weiß alles. Erste Hilfe und Lebenskunst wohl noch nicht. Okay, dann legen wir mal zwei davon ab. Hoffentlich können wir jetzt auch beide wieder aufheben und versuchen, das nochmal aufzuheben. Nee, offenbar nicht. Aber ich glaube, das ist eher ein Bug. Ich glaube, da will ich jetzt nichts verpassen. Nehmen wir stattdessen lieber die zwei. Ah, fuck, deswegen ging es so schnell. Ich habe das Fachlexika abgelegt und nicht gelesen. Ja, komm, warum nicht? Ein bisschen Fachlektüre hat noch nie geschadet. Und ich glaube, so langsam wird es auch dunkler. Ich mag es, wenn es schaurig ist in diesem Spiel. Ich finde das somit die beste Lichtstimmung. Wenn es ganz dunkel ist, ist es mir schon zu dunkel, aber das, finde ich, sieht echt schick aus. So, das wird wahrscheinlich die Händlermeisterin sein. Dann reden wir mal mit ihr. Angestellte. Mir egal, was sie sagen. Wir brauchen neue Teile. Oh. Entschuldigung, wie kann ich dir helfen? Ich suche einen Job. Klar, super, hiermit bist du eingestellt. Warte, für welchen Posten? Oh, Karawanenwache, okay? Ja, klar, du kannst für uns arbeiten. Du siehst ganz in Ordnung aus. Sonst noch was? Ja, hast du einen Steuerchip? Steuerchip? Diese alten Wall-Trinkwasser-Steuerchips. Die sind alle sehr informiert über die Walls, muss ich sagen. Also, sicherlich spreche ich für die gesamte Stadt, wenn ich sage, dass du hier keinen finden wirst. Ohne die richtige Ausrüstung sind sie wertlos. Nur eine Vault oder vielleicht Necropolis hätten dafür Verwendung. Warum fragst du? Necropolis? Wozu sollten die einen brauchen? Naja, nur so eine Vermutung. Wir sind einmal eine Karawanenstrecke nach Necropolis gefahren, aber sie haben sich geweigert, mit uns Handel zu treiben. Niemand, der richtig im Kopf ist, verweigert heutzutage Wasser. Es sei denn, sie haben eine zuverlässige Versorgungsquelle. Ich schätze, sie haben ihre eigene Anlage, sonst wären sie schon längst gestorben. Möchtest du also, dass wir deine Vault hinauffahren? Wie viel würde mich das kosten? Naja, er ist ziemlich weit entfernt. 2000 Deckel sollten für den ersten Karawan ausreichen. Ich bin sicher, deine Vault hat Handelsware, sodass wir einige Zeit überleben können. Mit den derzeitigen Reserven können wir deine Vault schätzungsweise nur zusätzliche 100 Tage oder so am Leben erhalten. Oh, das ist schon sehr, sehr teuer. Das machen wir nicht. Ich würde das versuchen, weil 500, das sind sehr gut angelegte 500 und vielleicht bin ich intelligent,
wenn auch nicht charismatisch genug, mir da ein paar extra XP zu verdienen. Versuchen wir es einfach mal. Es ist ein ziemliches Stück, aber die Welt hat viele Waren, mit denen sie deinen Vorschuss zurückzahlen können. Also, wie wäre es stattdessen mit 500? Entschuldigung, aber ich kann nur eine komplette Zahlung annehmen. Ich habe kein Bargeld, ich komme später wieder. Nee, das ist mir zu teuer. Und dann versuchen wir hier mal noch ein bisschen was auszuräumen. Hallo? Jetzt geht's wieder. Was haben wir denn hier? Nichts. Und was haben wir in deinem Schreibtisch? Ich meine, stört dich ja nicht, wenn wir mal direkt an deinen Schreibtisch gehen, oder? Ich denke, die Knarre in der Hand ist ein Argument, uns deswegen nicht weiter zu behelligen. Dann schauen wir noch in dieses kleine Hütchen. Obwohl ich, glaube ich, in der Stadt wirklich aufhören kann, die verschiedenen Schränke zu durchsuchen. Offenbar gibt's nichts. Und wir können sogar ein bisschen Zeit sparen, wenn wir die Waffe wegstecken. Dann macht er nicht diese komische Animation jedes Mal. Was an sich schon cool ist, aber halt doch unnötige Zeit kostet eigentlich. Und nichts. Ein Haufen nichts. Nope. Das war unnötig. Die Zeit verdammt. Jetzt ist die Frage, sollen wir mal nach Osten gehen oder sollen wir nach Westen, waren wir beim Hightower, oder sollen wir vielleicht dem Malteser Falcon einen Besuch abstatten? Ich denke, es ist das Letztere. Okay. Gehen wir zumindest noch dorthin. Komm, renn, mein kleiner Charakter, renn, mein Charakter. So, oh, dafür, dass es eine Bar ist, ist hier gerade ziemlich wenig los, oder? Hm. Okay, dann belassen wir das erstmal. Wobei, wir können zumindest noch kurz mit Kane und hier haben wir den Barkeeper reden. Machen wir mal einen Sicherheitsspeicherstand, weil ich glaube, die rechte Hand Kane könnte schnell wieder zur Waffe greifen. Ach, ich hätte mir echt mehr Charisma geben sollen, das ist ja wirklich furchtbar. Ich habe von dir gehört, du hast doch Gizmo in Junktown erledigt. Killian muss dafür tief in die Tasche gegriffen haben. Suchst du vielleicht Arbeit? Was ist das für ein Job und was bringt er ein? Das ist keine Arbeit für Skags. Es muss schnell und sauber gehen. Der Boss kann dir die Einzelheiten sagen, doch es bringt mehr Geld, als du in einem Monat bei den Karawanen verdienen würdest. Aber nur, wenn du gut genug bist. Nieten können wir nicht ab, wenn du mich verstehst. Ich kann gerade nicht. Ich melde mich wieder bei dir. Wen muss ich umlegen? Nein, danke, ich brauche das Geld nicht, oder klingt gut. Ich werde mich wahrscheinlich bei Deckard einschleusen, das ist ja das Beste, was ich machen kann, um den dann eines Verbrechen zu überführen. Also, klingt gut. Ich bin sicher, du kennst unsere Art von Geschäfte. Und ich weiß, dass es in deinem eigenen Interesse liegt. Und du weißt, dass es in deinem eigenen Interesse liegt, das für dich zu behalten. Kapiert? Okay. Dann gucken wir uns noch Decker an. Du suchst also einen Job. Was für ein Zufall. Ich hätte was für dich. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Wie heißt du? Ich heiße Dave. Ich mag Leute mit Manieren. Also, Schluss jetzt mit den Floskeln. Möchtest du etwas über den Job wissen? Deshalb bin ich hier. Hintergrund? Es gibt da einen gewissen Händler, der nicht völlig mit dem Untergrund kooperiert. Und der Job? Ganz einfach. Finde den Händler und seine Frau und mach sie alle. Wie viel springt dabei heraus? Die übliche Bezahlung. 500 Deckel vorab, weitere 2500, wenn der Job erledigt ist. Machst du's? Klar, für das Geld. Ich nehme die 500 und gehe dann zum nächsten Polizeioffizier. Sehr schön. Der Händler lebt in den Heights-Ecke, Barter Street und Thunder Avenue. Deine erste Gage erhältst du auf dem Weg nach draußen. Okay, ciao. Das ist also der Untergrund. Das ist sehr wörtlich genommen, hier der Untergrund.
Gut, habe ich das gekriegt? Muss ich dich noch ansprechen? Der Kaufmann und seine Frau wohnen westlich von hier. Sie sind an der Ecke, bla 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 bla. Wenn du das Polizei erzählst. Und ich krieg die 500, super. Gut, dann würde ich sagen, mach mir heute für hier Schluss und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich. Tschüss.